So Leute, willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker. Wir machen jetzt als nächstes wieder dieses Minispiel hier. Haben wir schon zweimal gesehen. Jetzt sehen wir es zum dritten Mal mit den genau gleichen Minispielen eigentlich. Ich glaube, ich nehme wieder dieses Kirschwerfen oder wie auch immer das heißt, weil, keine Ahnung. Ich nehme das einfach, weil ich jetzt Lust drauf habe. So, ich spiele noch immer auf dem Wii U Gamepad. Das sage ich deswegen, weil es halt auf dem Wii U Gamepad halt echt ein bisschen schwieriger ist, das Ganze so ein bisschen zu sehen. Aber gut, was soll's, ich kann es jetzt leider nicht ändern. Trotzdem möchte ich von euch, dass mindestens einer von euch in den Kommentaren schreibt, oh, der arme Foka, der muss das auf dem Wii U Gamepad spielen. Da sieht er doch so wenig. Wie kann er da nur spielen? Er muss richtig gut sein. Und dann soll irgendjemand ihm antworten oder ihr antworten, ja, aber dafür sind die ersten paar Missionen da gar nicht blind, denn er kennt sie ja schon, von dem her wird das Ganze ausgeglichen und das hätte ich ganz gerne, wenn ihr das nicht tut, dann hasse ich euch alle, bitte macht das, danke. So, wir gehen jetzt zu Wingos Wachturm, das ist auch schon Spoiler, oh Spoiler, der Bosskampf in diesem Kapitel, beziehungsweise in diesem Buch. Da sehen wir Wingo, da sehen wir Toadette und da sehen wir den Stern. Bam, 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 bam. Uiuiuiuiuiui, da macht der Wingo ziemlich viel Wind um seine Person. Eieiei, wobei, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ein Männlein oder ein Weiblein? Wingo klingt eigentlich für mich so ein bisschen männlich eher, würde ich sagen. Aber man kann deutlich sehen, dass er irgendwie so verlängerte Wimpern hat. Von dem her könnte er auch ein Weiblein sein. Vielleicht ist er aber auch einfach nur ein bisschen, noch nicht ganz schlüssig, was er denn sein will. Oder vielleicht ist er einfach metrosexuell. Im Grunde genommen ist uns das relativ latte, denn wir sind, offen gegenüber jedem Geschlecht, egal ob Männlein oder Weiblein oder was dazwischen. Für uns ist halt einfach die Tatsache da, dass er ein Arschloch ist. Und da ist es egal ob Männlein oder Weiblein, wir werden ihn so oder so töten. Ihr checkt vielleicht schon, wir sollten uns am besten nicht vom guten Wingo oder von der guten Wingo runter wehen lassen, da wir sonst tot sind. Wir können uns hier immer schön hinter den Wänden verstecken. Und ich weiß auch schon, was die Zusatzaufgabe ist, denn wir... Ich dachte eigentlich, ich kann den treffen und dann hört er auf zu blasen, aber vielleicht habe ich mich da geirrt. Moment, ich versuch's nochmal. Und doch, geht, okay. Okay, aber ich glaube, er hält auch nicht ewig an mit den Blasen, sondern, ja, okay. Doch, er hält ewig an. Für die Seite, die er da dann ist, bläst er nicht mehr. Beziehungsweise weht nicht mehr Wind, beziehungsweise, also, ihr versteht schon. So, ja, perverse Anspielung hier und perverse Anspielung da. Ich habe ihn doch getroffen, Mann! So, Zusatzaufgabe ist es, falls ich es noch nicht gesagt habe, möglichst viele Münzen einzusammeln. Jetzt erst einmal möchte ich aber dieses Juwel da einsammeln. Hä? Ist hier was? Was bringt dieser Steg da? Hä? Verstehe ich nicht. Ach so, wenn man von oben runterfällt, dann... Ah, nee, okay, ich weiß schon. Oh, ich Idiot. Was bringt dieser Steak da? So, weil normal denkende Menschen aktivieren das erst einmal und holen sich erst danach das Juwel, weil da muss man da runterspringen, um an das Juwel zu kommen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich glaube, man hat es verstanden, oder? Man kann dann hier runterspringen, wenn man das Juwel nicht vorher geholt hat, um es sich zu holen. So, haben die Entwickler ganz gut gemacht. Kann man nicht anders sagen, das ist das letzte Juwel. Okay, wie komme ich da? Ja, ich weiß schon, wie ich da rankomme. Okay. So, das sind noch ein paar Münzen, die ich ganz gerne hätte. Gut, Wingo, mach mal ein bisschen schneller. Komm schon, Vöglein an der Wand. Oh, nee, da will ich noch nicht hoch, sondern erstmal da rein. Okay, da gibt's jede Menge Münzen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht, nee. Und ich glaube, da geht's weiter, oder? Hier geht's weiter. Nee, Moment, ich bleib mal hier drauf, denn ich glaube, hier geht's tatsächlich weiter. Ich möchte aber erstmal... Nein, ganz runtergefallen. Oh, Mann. Verdammte Axt aber auch. Oh Gott. Ja, wieder. Ich bring wieder die Ausrede. Ich spiele auf dem Wii U Gamepad. Bla 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 bla. Oh nee, das war jetzt echt ärgerlich. So. Jetzt ein bisschen beeilen und hier die um die Ecke kommen. Sonst bringt er uns um die Ecke und das wollen wir eigentlich nicht ganz so gerne. Jetzt müssen wir leider wieder ein bisschen warten,
bis es sich erstmal ein bisschen dreht. Komm schon, Wingo, mach ein bisschen schneller. Ich habe noch auch anderes zu tun. Zum Beispiel muss ich die Toadette retten. Ja, du bist ganz cool mit deiner Feder und so weiter und so fort. Eigentlich sieht er echt ganz cool aus. Ich weiß echt nicht, ob es ein Männlein oder Weiblein ist. Ich glaube, es ist ein Männlein, aber wie gesagt, kann mir im Prinzip egal sein. Er ist und bleibt böse. Das ist das, was uns bleibt. Jo. So. Hört ihr dieses Wimmern? Ist das Toad oder ist das Toadette? Ist ja im Grunde egal, denn beide haben die gleiche Stimme. Chabos wissen, wer der Babo ist. So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Achso, ich bin hier runtergefallen. Okay. Ja gut, dann geht's hier weiter. Gut. Gehen wir hier hoch und dann hier rüber. Gib mir meine Toadette zurück. So, hochschießen müssen wir uns und dann sind wir. Ist das sein Nest? Das sieht mir nach seinem Nest aus. Der stiehlt, wie es aussieht. Alles, was glänzt. Oh, wie so eine Elster, so eine diebische Elster. So. Oh, genau. Genau, ich dachte schon, er will erstmal wieder blasen. Aber nee, er lässt erstmal diese Rüben da erscheinen. Zack, da hast du schon mal eine. Die andere packe ich mir auch gleich. Komm, nimm sie. So, und Bams. Sehr schön. Okay, wir müssen aber aufpassen, denn noch ein Treffer und wir sind finito. Das wäre natürlich gar nicht mal so toll. Und von der. Oh. Danke, ein Pilz. Sehr nett von dir, Toadette. Oh nee, damit verspiele ich mir aber auch 10 Punkte, dadurch, dass ich den Pilz genommen habe. Weil wenn man schon groß ist und sich den Pilz nimmt, dann bekommt man 10 Münzen. Die habe ich hiermit gar nicht bekommen. So, oh, ich habe verfehlt. Ich habe verfehlt, verdammte Axt. So, nimm dir eine Rübe. Nimm dir noch eine Rübe. Und jetzt, bam. Nein! Er hat angetäuscht, der Pisser. So, Moment. Nein, nein, warte doch mal. Warte, Wingo, wir haben ein Geschenk für dich. So. Bam. Okay. Ich muss nochmal drücken. Hey, ich hab doch getroffen. Was ist denn los mit euch? Okay, er lässt neue Rüben fallen. Von denen lassen wir uns am besten nicht treffen. Und treffen ihn dann am besten. Alter, stell mich gerade echt ein bisschen bescheuert an. Da hast du es in deine riesige Fresse, Wingo. Oh, da ist die Toadette. Können wir ihr so ein bisschen auf den Hintern schauen? Ah, shake that ass for me. Shake that. Okay, lass mich das. Ziehen wir sie lieber raus. Yay, komm her, Toadette. Beziehungsweise komm her, du schöner Stern. Sie schwebt ganz gemütlich darunter. Yay. Hey, Toadette. Hey, Toadette. That ass. Sexy. So, holen wir uns den Stern. Sehr schön. Yay! Whee! Haha, Level beendet! Ich glaube, die Zusatzaufgabe habe ich aber nicht hingekriegt, weil dazu hätte ich, glaube ich, noch den Pilz gebraucht. Oh, es kommen Credits! Kommen Credits? Es kommen Credits, schon jetzt. Okidoki! Ich würde aber sagen, die Credits schauen wir uns dann an, wenn das Spiel wirklich zu Ende ist. Oder? Ja, schauen wir uns die erstmal an, wenn das Spiel wirklich zu Ende ist. Weil, wie gesagt, jetzt ist erstmal das erste Buch zu Ende. Wir haben Toadette gerettet und das heißt eigentlich theoretisch, dass das Spiel zu Ende ist. Aber, kann ich die überspringen? Nee. Dann würde ich sagen, schneide ich euch wieder rein, wenn die Credits zu Ende sind. Denn, wie gesagt, die wollen wir uns ganz am Ende des Projekts mal anschauen. Hier fahren wir halt ein bisschen durch die Level durch, die wir bereits gesehen haben. Aber wie gesagt, erst am Ende des Let's Plays sehen wir uns dann die Credits an. Bis gleich dann. Yay! Da freuen sich die beiden. Ende. Das war's mit dem Spiel. Oh, was denn jetzt? Hä? Oh oh. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, wir haben sogar die Zusatzaufgabe erfüllt. Wir müssen lediglich 70 Münzen einsammeln. Sehr, sehr, sehr schön. Damit haben wir das erste Buch schon mal auf Anhieb perfekt gemeistert. Spielfortschritt wird gespeichert. Sehr, sehr, sehr fein. Okay. Episode 2 ist nun verfügbar. Okay, es sind Episoden, nicht Bücher. Ist ja auch egal. So. Und da sehen wir Episode 2, Captain Toad Treasure Tracker. Hier sehen wir, haben wir alle drei Münzen. Das heißt, wir haben diese Episode vollständig. Es gibt noch eine Bonus-Episode. Die werden wir uns aber erst später zu Gemüte führen. Jetzt gehen wir hier in die zweite Episode rein.
Oh, Chabos Wissen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Hey, Toadette, warte mal auf dich. Ich hab dich gerade gerettet. Vielleicht komme ich jetzt auch mal. Lässt du mich ran? Bitte. Bitte, Toadette. Bitte, lass mich mal ran. Ich hab dich. Ich hab dich. Aha, yeah. Wir haben erneut den Stern bekommen. Jo. Das kennen wir doch bereits. So. Und jetzt ist es natürlich noch immer nicht vorbei. Ach nee! Kaum hat Toadette gerettet, wird er auch schon entführt. Das zeigt auch, dass der Wingo wirklich so nicht ganz schlüssig ist, ob er Männlein oder Weiblein lieber mag. Weil zuerst entführt er die Toadette und dann den Toad. So, Kapitän Toad wurde entführt. Das wollen wir natürlich nicht so auf uns sitzen lassen. Deswegen gehen wir mal zum großen Rutscheberg. Yay! Werden wir definitiv hart arbeiten, sage ich jetzt mal. So, jetzt spielen wir mit Toadette, wie ihr es auch vielleicht denken könnt. Das ist, schauen wir mal, ob hier irgendwo, hier sind Münzen, okay. Schauen wir mal, ob wir hier, da ist so ein Vöglein an der Wand. Das ist auch ziemlich gespannt, angespannt, das Vöglein. So, gehen wir erstmal hier runter. Denn ich hoffe, dass hier ein paar Rüben sind. Sind hier ein paar Rüben? Ich weiß absolut nicht, was hier die Zusatzaufgabe ist. Deswegen wollen wir natürlich möglichst viele Münzen einsammeln. Und möglichst auch sonst... Ne, da will ich noch nicht runterrutschen. Denn da komme ich nicht mehr hoch. Deswegen gehe ich hier nochmal hoch. So, denn wir wollen definitiv, wie gesagt, möglichst alles einsammeln. So, dann schnell drehen. Hier auf die Seite. Und dann gehen wir hier runter. Denn hier wartet ein kleiner Chucky-Boy auf uns. Hau ab, Chuck. So, er kann auch... Wir können ihn ja nicht besiegen, da wir nicht kämpfen können. Aber wir können ihn in den Abgrund locken. Haha. Sehr gut. War hier noch beim Baum irgendwas? Nee. Auch nicht, wenn ich drauf tippe. Nee, okay. Da war, wo wir es aussieht, nichts. Gut, wie gesagt, wo die... Ich weiß, oh Gott, das war richtig arschig. Die Zusatzaufgabe hier ist richtig, richtig arschig. Das kann ich auch schon mal sagen. So, jetzt muss ich nur noch schauen, was ist denn besser, hier runterrutschen? Ist eigentlich egal, oder? Ist, glaube ich, egal, wo ich runterrutsche. Ich rutsche aber hier runter, weil rot ist die Farbe der nicht der Hoffnung, sondern der Liebe. Und wir lieben die Toadette. Ne, nicht gerade, aber egal. So, wir drehen das so hin, damit wir uns auch das Juwel holen können. So, da ist ein Shy Guy. Gibt es hier eine Rübe? Ja, da hast du eine Rübe in deiner Phrasen. So, treffe ich dich auch? Ja, sehr gut. Ich bin hier Snipe-Experte. So, wenn ich hier runtergehe, komme ich da nicht mehr... Nee, okay. Da komme ich nicht mehr hoch. Das heißt, ich rutsche lieber hier runter. So, rutsche ich dann ganz runter oder kann ich hier stehen bleiben? Nee, ich rutsche ganz runter. Schade. Okay. Hä? Wir haben... Hä? Was? Wir haben... Ah ja, hä? Was? Nee, nicht ah ja. Ich wollte gerade sagen, ah ja, ist ja klar, aber wo? Nein. Oh, puh, jetzt habe ich das versaut. Oh, ich bin Idiot. Okay, ich habe sowieso irgendwo die erste Rübe übersehen. Was? Oh, okay, da trifft mich nicht mal. Sehr gut. Irgendwo habe ich die erste Rübe übersehen. Bekomme ich hier irgendwo den Superhammer oder so? Hä? Wie mache ich das denn? Stirb mal. Dankeschön, Shy Guy. So. Hä, bekomme ich hier nicht die Spitzhacke, damit ich mit da wenigstens... Ne, ich muss das wahrscheinlich echt mit dem Chucks machen. Dass der Chuck mir da den Weg freisprengt. Habe ich jetzt versaut? Ja, komm. Mach mich jetzt fertig deswegen. Ich bin doch auch nur ein Mensch. So, aber ich glaube... Da seht ihr unten, da ist der Goldpilz. Das ist nämlich unsere Zusatzaufgabe, dass wir an den Goldpilz rankommen. Und wie wir das tun, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber irgendwie wird das schon möglich sein. Nur wie war das denn möglich? So, hier irgendwo runterspringen war das, oder? Hier irgendwo runterspringen. Aber wo? Das ist die Frage. So, nein, geh wieder runter. Weil ich glaube, wir müssen sowieso zweimal in das Level rein. Von dem her ist das jetzt eigentlich auch egal. So, oh nee. Das ist aber nicht so ganz egal, dass wir da getroffen wurden. Schauen wir mal. Kann ich von hier irgendwo... Komme ich da ganz runter? Schaffe ich das?
Ich glaube schon, oder? Yes, sehr schön. Wir nehmen auch keinen Fallschaden. Das ist schon mal gut. Zack, zack, zack. Alles hier rausrupfen, was wir rausrupfen können. Jede Menge Münzen mitnehmen. Njam, 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 njam. Münzen sind ganz lecker. Ihr seht es, wir haben auch das dritte Juwel übersehen. Aber das ist eigentlich relativ egal. Denn wir wollen jetzt den Stern haben erst einmal. Weil, wie gesagt, wir müssen sowieso noch mal ins Level rein, um da möglichst alles mitzunehmen. Und ja, Goldpilze einsammeln war die Zusatzaufgabe. Wir haben jetzt lediglich das zweite Juwel. Aber so weit, also vielleicht kann man das Level, nee. Das Level kann man nicht auf Anhieb schaffen, ist unmöglich. Weil man kann sich entweder entscheiden zwischen dem ersten Juwel, das man haben will, oder dem zweiten Juwel. So, da wir die Zusatzaufgabe nicht mehr, hä, wo ist denn das erste Juwel? Wo war aber denn das erste Juwel? Das muss ich ja übersehen haben. Hä? Ich check's gerade nicht. Ich gehe mal hier runter. Weil hier müsste ich es irgendwo übersehen haben. Weil ich das letzte Mal nicht hier runtergegangen bin. So, hier sind wir jetzt. Ist das hier irgendwo? Versteckt? Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist denn das erste Juwel? Hallo? Bin ich? Was übersehe ich hier? Ja, das erste Juwel. Aber wie übersehe ich es denn? Moment, nochmal Level verlassen. Tut mir leid. Hä? Ich bin gerade ein bisschen... Ich bin wirklich sehr verwirrt. Wo ist denn das erste Juwel? Oder... Ich bin... Hä? Hier links ist es nicht. War es hier unten? Nee, hier unten war es nicht. Hier bekomme ich es nicht. Nee. Nee. Okay. Schauen wir mal. Müssen wir denn irgendwas kaputtisieren? Das könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwas zerstören müssen. Nein, nicht runter. Oh, Manometer. Ich wollte nicht hier runter. So, geh. Okay. Ich dachte, wenn ich irgendjemanden von euch besiege, dann bekomme ich das Juwel. Kann das sein? Nee. Hä? Da ist das zweite Juwel. Das erste Juwel muss ja vor dem zweiten Juwel sein. Wäre auf jeden Fall logisch. Die Blöcke kann ich auch nicht zerstören. Hä, Moment, nochmal kurz raus. Tut mir jetzt leid, das ist echt, das ist irgendwie echt blöd jetzt gerade. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe, dass ich das erste Juwel sofort gefunden habe. Und dann... Hä? Ich bin gerade echt ein bisschen... verwirrt. Das merkt man mir, glaube ich, auch ein bisschen an. So. Drehen wir es wieder so rum. Okay. Ist hier unten irgendwas? Hier ist das erste Juwel. Oh Gott, verdammt. Wie doof war ich denn? Oh, okay. Aber man konnte auf jeden Fall noch die Zusatzaufgabe... Ah, ja, sehr. Mach mich nur fertig deswegen, weil ich jetzt das erste Juwel so übersehen habe. Ja, war wirklich blöd von mir. Da hätte ich einfach einmal die Kamera drehen müssen. Aber was soll's. Wie gesagt, ist zwar nicht komplett blind für mich, aber ist wirklich sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Von dem her kann man mir das vielleicht peut-être verzeihen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dem Chuck, weil ich eine kleine Toadette bin. So, aber das Ding, was da unten ist, ist mir eigentlich relativ egal. Deswegen gehe ich direkt hier hoch, weil ich brauche lediglich noch das dritte Juwel. Und das sollte ich, glaube ich, auch bekommen, ohne dass ich das Zeug da zerstöre. So. Jetzt war es eigentlich ganz nett. Sehr gut. Auf dem Wii U Gamepad sehe ich halt nicht... Wenn ich auf dem Wii U Gamepad schaue, dann, sieht man halt lediglich das Zahnrad und man sieht die Gegner nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt gestorben. Oh Gott, das ist jetzt echt ein peinlicher Part. Also wie gesagt, wenn ich auf dem Wii U Gamepad schaue und ich schaue nur auf dem Wii U Gamepad, weil mein Monitor ist ausgeschaltet, dann sehe ich ausschließlich das Zahnrad und ich sehe die Gegner nicht mehr. Deswegen konnte ich auch nicht mehr einschätzen, ob die mich da berühren oder eher weniger. Deswegen haben die mich getroffen und deswegen bin ich das erste Mal gestorben. Gut, ich... Ist jetzt eine Ausrede von mir, ihr könnt es mir glauben oder nicht. Ich weiß, dass ich mich trotzdem nicht ganz so vorteilhaft anstelle. Das ist mir durchaus bewusst. Müsst ihr mir jetzt auch nicht 200 Mal sagen. So, aber spielt es halt selbst auf dem Wii U Gamepad, dann wisst ihr es, was ich meine. So,
Ja, wo ist das jetzt? Da ist das dritte Juwel, okay. So. Okay, gebe. Oh Gott, das ist echt ein bisschen nervig. So. Immer schön nach links halten. Immer schön links halten. Immer schön links halten, Leute. Sehr gut. Damit haben wir das dritte Juwel auch. Das Level ist abgeschlossen. Oh Gott, das war bis jetzt echt der größte Krampf in meinem Leben, Digga. Ich schwör. Ne, das war echt nicht gerade vorteilhaft von mir. Aber gut, wir haben es schlussendlich gut bewältigt. Ja, das war dann auch das erste Level. Ich glaube, damit lassen wir es auch gut sein. Auf dem Holzweg war ich ja jetzt die ganze Zeit. Und deswegen würde ich sagen, sind wir erst im nächsten Part wieder auf dem Holzweg. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, meine lieben Freunde. Schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.